sei a ist gleich minus 5, minus 4, 2 und b ist gleich 2, 3, minus 2, finden Sie alle Vektoren n, die zu a und b orthogonal sind. So, was bedeutet, dass n orthogonal zu a ist? Ja, bitte. Vektor n mal a ist gleich 0. Und das ist das gleiche wie das Vektor n zum Vektor b orthogonal ist. Gut, also Orthogonalität heißt Skalarprodukt gleich 0. Wie lautet also unser Ansatz? Ja, bitte. Der Vektor a jeweils. Dann also a ist minus 5, minus 4, 4 2. Was mache ich dann? Mal t, also n1, ja, mal so n1, n2, n3 ist gleich 0. Jawohl. So, und das können wir dann direkt hinschreiben. Was bedeutet das hier? Das ist schon noch ein bisschen kryptisch, da können wir was Vernünftiges draus machen. Was bedeutet dies? Ja, bitte. Minus 5 n1. Weiter. Minus 4 n2 plus 2 n3. Gleich 0. So, das ist die erste Gleichung, das ist diese hier quasi. So, jetzt brauchen wir noch die zweite Gleichung, b mal n. Ja, der b ist ja 2, 3 minus 2. Mal n1, n2, n3. So, was bedeutet das, wenn b mal n gleich 0 ist? Was kommt da raus? Was kommt da raus? Das sollten Sie jetzt alle wissen. Ja, bitte. 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4. Was ist das, was hier herausgekommen ist? Da sollten wir uns ein bisschen drüber unterhalten. Ja, bitte. Ein 2 kurz 2 LGS. Jo, also ein lineares Gleichungssystem mit zwei Gleichungen und drei Unbekannten. Da steckt nochmal was drin. Da gibt es nochmal eine Eigenschaft, die dieses lineare Gleichungssystem besonders macht. Welche Eigenschaft ist das? Ja? So ist es, da steht überall gleich 0. Es handelt sich also um ein homogenes lineares Gleichungssystem. Was ist denn die angenehme Eigenschaft eines homogenen linearen Gleichungssystems, wenn da immer 0 rauskommt? Ja, bitte? 0 ist eine Lösung. So ist es. Es ist A immer lösbar, B, wir kennen eine, nämlich 0, 0, 0. Und die Lösung 0, 0, 0, die hat auch einen besonderen Namen, die heißt auch triviale Lösung. Also 0, 0, 0 ist die sogenannte triviale Lösung. So, wie lösen wir dieses homogene lineare Gleichungssystem jetzt? Was müssen wir da jetzt machen bei dem Ding? Ja, bitte. Das sollten Sie nicht machen, bevor Sie nicht einen bestimmten Schritt durchgeführt haben. Da müssen Sie aufpassen. Also ja, falsch ist es nicht. Irgendwann mal müssen Sie das machen. Ja, bitte. Die obere Zeile mal 2 und die untere Zeile mal 5. Das ist die Variante, die in jedem Falle funktioniert. Es gäbe auch andere Varianten, die das vermutlich einfacher machen, die die Zahlen kleiner lassen. Wenn Sie genau hinschauen, sehen Sie, dass hier ein 2n3 und hier ein minus 2n3 steht. Wir sind im Leistungskurs, da muss ich nicht unbedingt das xa, das n1 eliminieren, sondern ich kann das direkt voneinander zueinander addieren. Das bedeutet für mich, Anastasia, das bedeutet für mich dann auch, dass die Zahlen kleiner werden. Wenn die Zahlen zu groß sind, werden dann die Ergebnisse furchtbar. Ja? Minus 3n1 minus n2, das n3 fällt weg, gleich 0. So, das muss ich machen, sowas. Also hier muss ich dafür sorgen, dass eine von den Unbekannten fehlt. Jetzt können wir Parameter schöpfen. Wie schöpfen wir den Parameter? Sei, ja bitte. X gleich n2 gleich t. Warum nehmen wir n2 und nicht das n1 oder auch das n3? Warum das n2? Ja. Weil wir sonst nicht ausgepackt. So ist es. Also das heißt, vorm N2 steht der größere Wert, deswegen nehmen wir natürlich das N1. Ja, also weil wir sonst eben Brüche rausbekommen. Es ist nicht falsch, das N2 zu nehmen, aber wir nehmen immer den mit dem größten Vorfaktor, nicht den mit dem kleinsten. Und das zweite ist, wenn das N3 fehlt, darf ich das N3 nicht nehmen. So, also der mit dem größeren Vorfaktor, wenn N1 gleich T ist, dann ist n2 gleich minus 3n1, also minus 3t. Und ich kann jetzt weiterrechnen. Wie geht der nächste Schritt jetzt, wenn ich das gemacht habe? Dann setze ich diese beiden Ergebnisse in
welche Gleichung ein? Ja? Ist eigentlich egal. Ja, die untere darf ich nicht mehr nehmen, aber irgendeine von den oberen. In der Regel nehme ich die mit den kleineren Zahlen. Die kleineren Zahlen sind die hier. Ja? Also setze ich das 2n1 plus 3n2 minus 2n3 gleich. Das n1 war t, das n2 war minus 3t. Dann habe ich also 2t minus 9t minus 2n3 gleich 0. Dann erhalte ich hier minus 7t, also 2n3. 2n3 gleich minus 7c oder n3 gleich minus 3,5c. Habe ich auch einen Bruch gekriegt, kann ich mich aber nicht gegen wehren. Und so richtig Bruch ist es ja. So, was kann ich jetzt also sagen für alle Vektoren der Form? Dort schreiben Sie auf. Gilt. Also v gleich, oder n heißt der, n gleich gilt, n mal a ist dasselbe wie n mal b ist gleich 0. So, was muss für diese Vektoren gelten, damit das hier gilt? Ja, bitte. T minus 3t und minus 3,5t. Ja, also so sehen diese Vektoren aus. Jetzt frage ich, sind alle Vektoren, also ich habe ja jetzt n gleich t mal 1 minus 3 minus 3,5, sind jetzt alle diese Vektoren wirklich zu a und b orthogonal? Alle Vektoren dieser Form? Ist das so? Dürfen Sie mitmachen? Da gibt es es gibt einen Vektor, wo wir gesagt haben, dass wir da uns ein bisschen mit der Orthogonalität schwer tun. So ist es. Also das heißt, ja, das ist die, nein, das löst das Gleichungssystem. Aber das heißt nicht, dass der Vektor dann orthogonal ist. Ja, das heißt, wir haben nur gesagt, die sind orthogonal, das bedeutet, diese Gleichung muss erfüllt sein. Also das, ich schreibe es mal hin, für t ungleich 0 ist die Menge aller orthogonalen Vektoren. Ich sage Ihnen Folgendes, schultechnisch gesehen ist es, denke ich, fast egal. Hochschultechnisch sollten Sie sich dessen bewusst sein, dass der Nullvektor nicht als orthogonal gilt, oder Sie müssen ihn explizit als orthogonalen Vektor dazunehmen. Weil manchmal sagt man dann auch, ja, die Menge aller orthogonalen Vektoren ist eine Ursprungsgerade. Sie sehen, das ist eine Ursprungsgerade. Und dann muss man aber den Ursprung selber rausnehmen und das will man dann wieder nicht. Also ich schreibe es auf jeden Fall mal so hin, weil ich möchte eigentlich nicht, dass der Nullvektor als orthogonal gilt, aber richtig falsch ist es auch, da streiten sich die Meinungen. Gibt es da Fragen dazu? Ja.